94 waren wir zum ersten Mal in Hamburg. Da am Ende der Überseebrücke, der Landungsbrücke. Ja. Das war 94. Das war die erste Tour, die wir gemacht haben. Russland und Schweden und dann der Abstecher nach Hamburg. Aber ich war vorher schon da, nämlich als ihr in Rostock wart. Das kann sein, wir haben... Auch mit Dieterich, 93 mit Dr. Kurt Euler. 93 haben wir in Rostock Veranstaltungen begonnen, oder Ende 92. Ja. Ja. Also 92, seit 92 gibt es euch, oder was? Ja, seit Mitte 92 bin ich an Bord, ja. Und dann hast du seitdem jeden Abend immer jedes Konzert gemischt, mehr oder weniger? Nee, nicht mehr ganz, nicht mehr ganz. Also zum einen hatten wir lange Zeit Azubis ausgebildet, Veranstaltungstechniker und Veranstaltungskaufleute. Und dort waren zum Teil Tonleute drunter bei den Veranstaltungstechniker, die dann so bestimmte Aspekte auch betreut haben. Und heute ist es auch so, dass es heute macht man nicht mehr offiziell Ausbildung, aber es gibt Tonleute, die gerne hier arbeiten. Weil sie sagen, sie haben hier mehr als anderswo die ganze Palette von Ästhetik. Und so gesehen kümmere ich mich inzwischen eher um die Sachen, die für mich spannend sind. Ja. Also du suchst hier bestimmte Konzerte oder bestimmte Veranstaltungen aus, bei denen du dann selber an den Reglern sitzt. Ja, zum Teil lade ich auch Gruppen ein, aber jetzt auch inzwischen auch ein bisschen weniger. Und inzwischen bin ich mehr jetzt im so der Schwerpunkt der Instandsetzung. Da tritt das Kulturelle ein bisschen zurück. Früher habe ich mehr eigentlich selbe Bands auch eingeladen. Mhm. Ja, und dann ist Ehrensache, wenn ich schon eine Band einlade, dann. Ja, klar. Weil es gibt halt Special Guests, da ist klar, dass ich mich kümmere, oder? So wie du. Und dann hinterher schön mit den Captain Whisky trinken. Jetzt, eine Frage, die ich dir schon immer stellen wollte. Für mich bist du so ein bisschen so ein eiserner Typ, also so ein Durchhaltetyp. So, weil allein die Vorstellung, wie oft du abends dir diese ganzen schrägen Sachen angehört hast und da immer gesessen hast, ich würde da wahrscheinlich schon nach 2 Wochen verrückt werden. Aber also man braucht doch da so eine gewisse Obsession, ne? Also, oder sagen wir mal so eine, also irgendeine Stellschraube muss bei dir ganz schön stramm angezogen sein, damit du das durchhalten kannst. Naja, akustische Arbeit ist ja auch wie Musik machen. Also das ist ja, du kennst es als Musiker bestimmt, dass wenn du jeden Tag, sag ich mal, zweimal eine Stunde Musik machst, dann bist du richtig dran, wenn du so eine Kontinuität hast, dass du das wirklich in der Hand hältst, was du machst. Und wenn du, also für mich ist es im Prinzip auch so, also ich habe früher immer gesagt, 1-2 Konzerte am Tag brauche ich eigentlich, um fit zu sein. Ah, siehst du? So, um wirklich diese ganzen Gleichgewichte und genau zu wissen, da ist jetzt das und da, so. Das ist wie ein Instrument spielen eigentlich. Ja. Aber das hält dich auch dann so, das hält dich gesund auch dann quasi, mental gesund. Ja, für mich ist es eigentlich nicht ganz so gut, wenn ich zu viele Pausen mache. Ah ja. Ich habe nämlich mit einem Freund gesprochen, Knut Aufermann heißt er, der hat Resonance FM mitgegründet und macht so Mobile Radio zusammen mit Sarah Washington. Und da haben wir darüber geredet, dass das große Problem der Künstler ist immer, dass man sie relativ leicht ausnutzen kann, weil der Motor für das, was sie machen, ist ja nicht, dass sie damit in erster Linie Geld verdienen wollen. Es gibt zwar ganz seltene Fälle, bei denen das so ist, aber da leidet dann auch teilweise die Kunst drunter. Aber man hat irgendwie einen bestimmten Motor und der hat, sage ich mal, so einen Drive und das selbst wenn alle Leute das scheiße finden, was man macht, man einfach das weitermacht. So, das ist irgendwie Veranlagung vielleicht, genetisch weiß ich nicht. Und ich glaube, ich habe immer so gedacht, also Blo, der braucht auf jeden Fall, er hat irgendeinen Drive, dass er dieses Schiff, also so Captain Ahab mäßig, die ganze Zeit immer weiter betreibt und die ganze Zeit auch mit diesem anspruchsvolle Musik
oder fordernde Musik oder Kultur irgendwie so an die Leute zu bringen. Und da hast du früher eigentlich selbst auch Musik gemacht oder woher kommt deine Begeisterung dafür? Ja, ich habe. Bist du aus der Home Recording? Ja, auch Generation? Schon. Ja, ich habe instrumental begonnen, bin dann in die Elektroakustik abgedriftet und habe dann begonnen eigentlich die Lautsprecher als Instrument zu begreifen und lange eigentlich so Installationen gemacht und sowas und ja. Und auch noch mit Kassette so? Ja. Ja, dann zum mediale Komposition und so ein Kram, ja. Und machst du das immer noch jetzt? Nein. Nein, ist also diese Phasen, dass man irgendwie 6 Monate an einer 30-Minuten-Komposition arbeitet oder so. Ja. Das kann man mal machen, aber das ist auch dann ein toller Moment, wenn man sich das anhört, wenn es fertig ist. Aber das, was ich jetzt mache, ist ja doch viel effizienter. Also diese Realtime-Gestaltung ist ja dann doch extrem effizient. Nein, da müssen wir irgendwie weitermachen. Ich denke sowieso, weißt du, es ist auch sowieso als Klangraum. Es gibt zum Beispiel in Berlin gibt es ein ganz fantastisches Streichquartett. Die haben so als Problematik, dass sie nur Komponisten machen, die in Berlin komponiert haben. Ah ja. Zumindest den Abschnitt ihres Lebens oder so. Und das ist, die tragen das in üblicher Weise relativ akustisch trocken einfach als ein Streichquartett vor oder dann vielleicht oftmals auch in kleinen Räumen, was dann halbwegs klingt, aber wo dann halt wirklich kleines Publikum ist. Wenn man sowas beginnt, räumlich zu platzieren, wenn man es elektroakustisch platziert, das ist so der Wahnsinn, gell? Das ist richtig der Hammer eigentlich. Also platzieren heißt, dass du die irgendwo im Schiff an der guten. Ja, wir haben jetzt, ich habe seit 15 Jahren habe ich davon geträumt, irgendwie so einen Satz von diesen Clip-Mics zu haben. Ah ja. Von den Dänischen. Ja. Und da sind sie wieder. Ja. Und die haben wir jetzt an Bord. Also so einen kleinen Satz haben wir an Bord. Und im Prinzip könnten wir beginnen, wirklich jetzt so akustische Instrumente wirklich gut zu platzieren. Ne? Ja. Das hat halt bei dir da mit Mitch hat das halt auch, das war auch so ein bisschen die Richtung, wo man einfach sagt, wow, das ist so attraktiv einfach als Klangraum und als Musikalität. Ja? Ich habe ja mal so eine Platte gemacht, Echo House, das war nämlich auch mit Tobias Levin. Es war auch als ziemlich offenes Experiment angelegt, weil ich dachte, ich will das war noch recht früh, dass ich da angefangen habe, mit Leuten aus der neuen Musik zusammenzuarbeiten und ich wollte mit denen anders aufnehmen, als man es normalerweise in klassischer Musik macht, wo das immer so was Theatralisches hat. Da sitzt das Ensemble auf der Bühne und da sind die zwei Mikros und dann geht's los. Und ich habe gesagt, ich will das viel cinematografischer, ich will die Lautstärkeverhältnisse verändern und vor allen Dingen mit Raumakustik arbeiten. Und dann haben wir uns im Westwerk eingenistet für, lass mich überlegen, das war, ich glaube, nicht mehr als 7 Tage, vielleicht sogar noch weniger. Und auch wieder mit so Skizzen teilweise. Und dann haben wir die ganzen Musiker in verschiedenen Räumen verteilt. Und die waren über Kopfhörer miteinander verbunden, haben also alle zusammengespielt, aber waren nicht im selben Raum und haben sich nicht gesehen. Und das erzeugt eine vollkommen andere Stimmung. Und ich war dann in der Regie und habe über ein Mikrofon sowas quasi wie dirigiert. Ich habe Anweisungen gegeben an die einzelnen Spieler, spielen eine Lage höher oder kannst du das Motiv nochmal schneller spielen oder bitte aussetzen da oder manchmal waren 3 Leute am Klavier zugange, einer lag da drunter und musste die ganze Zeit mit seinem Handballen da so gegenschlagen. Das hat dann so dumpfe Geräusche gemacht. Übrigens, das Stück klingt wirklich wie ein knarrendes Geisterschiff, das muss ich dir mal geben. Und er haute da von unten gegen, oben hat jemand irgendwie Schrauben reingeworfen oder sowas. Und dann hatte ich noch einen Lautsprecher reingesetzt mit so einem Loop, was von einer Schallplatte kam, der die Klavierseiten angeregt hat. Und die 3 Leute waren dann da, bis der Typ da drunter lag, dann irgendwann meinte,
du Felix, meine Hand tut wahnsinnig weh, können wir mal eine Pause machen? Mit 20 Minuten die ganze immer wieder boom gemacht. Du, aber Westfalk also, hat eigentlich eine große Tradition, auch so als Kunstproduktionsraum, oder? Ja. Als, funktioniert das immer noch richtig, richtig? Total offen dafür. Also auch Tobias ist fantastisch. Sind immer noch ziemlich verlässlich auch mit. Ja. Ja. Da, da haben wir auch ja unser Festival, was wir normalerweise jetzt auch dieses Jahr so machen wollten wie bisher. Also bloß haben wir da eben jetzt wegen dieser Seuche Schwierigkeiten. Wir müssen uns überlegen, wie wir das anders machen. Aber ja, die sind sehr, sehr offen und das ist auch interessant, weil das ist ein recht altes, traditionsreiches Künstlerhaus. Ja. Die Leute sind ja auch alle, naja, da gab es jetzt nicht so richtig Nachwuchs. Die sind alle so jetzt um die 60, 65. Mhm. Aber der Vorteil ist, dass die unglaubliche Lebens- und Kulturerfahrung haben. Mhm. Also durch die ganzen Sachen, die sie da veranstaltet haben, die kennen halt wahnsinnig viel. Das ist richtig cool. Ich glaube, solche offenen Produktionslabore, das ist eigentlich so viel wert. Gell? Das ist toll, richtig viel wert. Also ich kann dir das nochmal geben. Das war wirklich eins der tollsten Projekte überhaupt. Dieses Echo-Haus heißt das. Weil der Klang auch einfach so anders ist. Dadurch, dass eben keine künstlichen Hallräume drauf sind, sondern nur die Räume, in denen wir aufgenommen haben. Und das sollten, also es ist einmal aufgeführt worden, da haben wir das in den Sophiensälen gemacht in Berlin, wo wir auch die Musiker über verschiedene Stockwerke aufgebaut haben. Und wenn man dann im Treppenhaus war, dann hat man die so ganz entfernt gehört. Und dann konnte man sozusagen so wie beim Mischpult, wenn man die Solo-Taste drückt, konnte man in die einzelnen Räume gehen, hat dann aber immer nur die eine Stimme gehört. Wenn man alles zusammenhören wollte, dann musste man durchs Treppenhaus runtergehen in den Produkt, also quasi in die Regie. Da hat man da aber niemanden gesehen. Also du hast entweder alles gehört und niemanden gesehen, oder du hast Leute gesehen, aber den Rest kaum gehört. Das war sehr, also es war eine Mischung aus einer Installation, wenn man so will, wie eine Ausstellung und einem Konzert. Ja, sehr cool. Und das Treppenhaus haben wir als Hallgerät benutzt. Da haben wir oben über Lautsprecher die Anteile, die wir schicken wollten, dann quasi ins Treppenhaus reingespielt und dann mit Mikro und dann wieder abgenommen. Genau. Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, das sind so die Momente, die wir vermehrt einfach wieder stattfinden lassen muss. Ja? Aber da müsste der Maschinenraum hier auch. Der muss auch mitspielen. Ja. Dann müssen wir ein Museum draus machen. Das ist, im Moment ist das irgendwie alles noch Funktion, ne? Ja, oder du musst die Leute fesseln. Die werden hier so runtergelassen, die Leiter, und dann werden die gefesselt, sodass sie da nicht rumspielen können. Wir haben jetzt schon so einen Besucherweg geschaffen mit einem großen Panoramafenster, dass man da reingucken kann. Ja, habe ich gehört. Ja, das ist zumindest schon. Aber schon, wenn du die Musiker einfach oder ein, zwei oder so hier reinsetzt, und dann hast du aber natürlich auch schon den Klang von dem Raum, weißt du? Ja. Das ist auch schon interessant. Ja. Ja gut, letztlich bin ich an Bord geblieben, weil es als akustischer Raum für meine Begriffe nicht zu toppen ist, mit den ganzen Räumlichkeiten, die da sind. Guck mal, das ist doch jetzt echt interessant das zu erfahren. Sonst wäre ich schon lange weg da. Also du bist quasi hier so in dem Resonanz? Im Prinzip ja, weil in der Resonanz? Ja. Ja, weil ich auch wegen den Inhalten, auch weil mir einfach viele, weißt du, das sind tolle italienische Projekte, die wissen, dass sie nie populär sein werden. Ja. Und die wollen durch die Lande ziehen, sie wollen auftreten, und denen ist scheißegal, was sie kriegen dafür, weißt du, wenn sie übernachten können, wenn sie eine vernünftige Bühne kriegen und so, ist okay. Und ein bisschen Spritgeld und so, weiß ich. Also es ist schon auch wegen den Inhalten, weil ich sage, in einem guten akustischen Raum mit so vielen Inhalten, wie wir das erfahren, kriege ich woanders nicht. Ja. So. Und deswegen ist es schon so, solange mich dieses Thema interessiert, sehe ich keinen Grund, das woanders zu suchen. Das ist so, schon so ein bisschen die Veranlassung, irgendwie diese Mühen zu unterhalten, das Ganze halt
auf Swim, also ist gut, ist immer Sync oder Swim. Ich dachte auch gerade, das ist auch so ein bisschen so wie Radio Blow, ne? Also, oder nicht Radio, aber so, du hast deinen eigenen, also dein Wohnzimmer ist der Konzertraum auch so ein bisschen. Ja, ja, klar. Das ist ja auch super. Aber dass du quasi hier in dem richtig in deinem Lautsprecher lebst, das finde ich jetzt echt interessant, dass du sagst, ja, natürlich, ich brauche diese Akustik hier. Ja, sind auch viele Umwege, weißt du, jetzt machen wir ein Jahr lang in Instandsetzung, ja. damit das wieder ein bisschen mehr Perspektive hat. Das ist schon beschwerlich, aber auf der anderen Seite, anders geht es halt auch nicht. Also es ist auch viel so indirekt, aber es geht schon darum, ja.